CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Ihrem Antrag, liebe Frau Hein, sprechen Sie ja sehr viel vom Beutelsbacher Konsens. Es wäre aber wirklich besser gewesen, Sie hätten im Sinne des Konsenses zumindest im Feststellungsteil Ihres Antrags versucht, ein wenig mehr Differenzierung statt ideologischer Einseitigkeit einzubringen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass CDU, CSU mehr ökonomische Bildung an unseren Schulen für notwendig halten. Und dazu gehört natürlich die Kooperation mit der Wirtschaft in Form von Expertengesprächen, Wettbewerben, Praktika und anderen Projekten, die selbstverständlich im Sinne des Beutelsbacher Konsenses eben auch pädagogisch gelungene Unterrichtsmaterialien enthalten können. Und ebenso begrüßen wir die Wirtschaftsministeriumsinitiative Unternehmergeist in Schulen. Sonst regen Sie sich immer auf, dass sich der Bund angeblich nicht im Bildungsbereich engagiere. Hier findet nun, und Sie verwenden in Ihrem Antrag den Begriff sogar selbst, eine vom Bund geförderte Kooperation mit Schule und Wirtschaft statt. Aber das passt Ihnen aus ideologischen Gründen dann auch wieder nicht. Stringent ist das nicht. In Ihrem Antrag zählen Sie dann einige Negativbeispiele für einseitiges Unterrichtsmaterial auf und nennen zum Beispiel die Deutsche Bank und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Bei letzterer wundert mich, dass Sie deren Urteil anzweifeln, dass die Linkspartei, Zitat, aus mehr oder weniger großen Skeptikern der Marktwirtschaft bestehe. Wenn ich mir Ihre Politik anschaue und Ihre Rede gerade angehört habe, würde ich doch sagen, dass die Initiative recht hat, dass das so ist. Also von daher sollten Sie sich das vielleicht als Orden anhängen, aber nicht jetzt als Negativbeispiel sehen. Was mich allerdings viel mehr stört, ist die Tatsache, dass mit welcher Einseitigkeit Sie in diesem Antrag hier hantieren und zu tun, als ob praktisch an den Schulen der Einzug von Wall Street Turbokapitalisten droht. Sie sprechen, wie in der Kriminalitätsstatistik, von der, Zitat, Dunkelziffer von Unterrichtsmaterialien in Höhe von 1 Million und malen mit dieser Formulierung wirklich einen Teufel an die Wand, der in der Form überhaupt nicht existiert, wie der Kollege Jung ja auch gerade schon dargelegt hat. Und außerdem ist es auch so, dass andere Organisationen, die jetzt nicht aus der Wirtschaft kommen, ebenfalls Lehrmaterialien zur Verfügung stellen. Greenpeace und die GEW, beides bekennende TTIP-Gegner, bieten beispielsweise Unterrichtsmaterialien zu diesem Thema auch an. Und es ist sicherlich nur Zufall, dass bei der GEW die Kontra-TTIP-Texte in diesem Material fast immer etwas länger sind als die Pro-Texte. Und dann habe ich dann auch noch mal ein bisschen recherchiert, was denn so in Thüringen so los ist. Da existiert erstmal nach wie vor das Fach Wirtschaft, Recht und Technik. Aber da habe ich dann festgestellt, dass das von der Linken geführte Ministerium für Bildung, Jugend und Sport heute vor einer Woche 10 bewegungsfreundliche Schulen ausgezeichnet hat. Und wissen Sie mit wem? Mit der AOK, die Sie hier in diesem Antrag an den Pranger stellen. Stringent, meine Damen und Herren, ist das nicht. Der Beutelsbacher Konsens wird sowohl in der Schule als auch durch die KMK sehr ernst genommen. Letztere hat sich ja auch intensiv Gedanken gemacht zum Thema Verbraucherschutz und Verbraucherbildung. Und bei diesen Themen, die ja auch in der Schule behandelt werden, da werden eben auch explizit abzulehnende Geschäftsmethoden und auch Tricks, die es ja auch in der Wirtschaft gibt, zu Recht auch kritisch thematisiert. Aber am erschreckendsten finde ich wirklich, dass Sie in Ihrem Antrag Direktoren, Lehrern, Schülern und Eltern überhaupt nichts zutrauen und ihnen de facto unterstellen, dass diese nicht in der Lage sind, kritisch zu denken, jedes x-beliebige Unterrichtsmaterial unreflektiert einzusetzen oder bei Kooperation und Sponsoring nur das Eurozeichen sehen. Sie stellen die These auf, dass kontroverse Auseinandersetzungen in der Schule überhaupt nicht mehr möglich seien. Und das weise ich entschieden auch als Lehrer zurück. Die überwältigende Mehrheit meiner Kollegen lebt den Beutelsbacher Konsens. Sie evaluiert kritisch Unterrichtsmaterialien und Inhalte. Und falls das nicht passiert, gibt es immer noch Schüler, die sehr wohl in der Lage sind, kritisch zu denken und zu handeln. Es gibt immer noch Eltern, die Fachkonferenz, das Kollegium, die Schulleitung, die Schulkonferenz, die Ministerien und auch Lobbykontrolle, die wirklich alle sehr, sehr rasch reagieren, wenn etwas schiefläuft. Und Gott sei Dank ist es wirklich so, dass die KMK im Gegensatz zu Ihnen
unseren Lehrern mehr zutraut und grundsätzlich davon ausgeht, Zitat, dass Lehrkräfte bei Angeboten Dritter die Anbieter- und Veröffentlichungsabsicht quellenkritisch einordnen können. Und ergänzend dazu wird schon seit Jahren, und nicht seit dem Antrag der Linken, auf den Materialkompass der Verbraucherschutzzentrale hingewiesen, der, wie ja auch schon gesagt worden ist, durch das BMJV in diesem Jahr auch noch um Materialien ergänzt wird. Für CDU und CSU halte ich fest, dass wir die bisherige Praxis der Länder, den Schulen im angemessenen Rahmen Freiräume bei Kooperationen und Sponsoringsfragen zu geben, wenn sie den Bildungsauftrag nicht gefährden, befürworten und nicht einschränken wollen, schon gar nicht durch den nicht zuständigen Bund. Und lassen Sie bitte auch die Finger weg vom Beulsbacher Konsens, der ist in der Form so, wie er ist, gut. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Schönen guten Abend. Bevor ich den Applaus abwarte, bevor ich der letzten Rede